Schiedsrichter hat auf Eckstoß entschieden. Das erledigt Prohaska. Und, oh, Schaffners Kopfball. Und Schumachers Blitzreaktion. Nochmal diese Szene. Ja, vom Hans Krankl haben Sie ja geschrieben, er habe sich eine besondere Taktik zurechtgelegt. Vielleicht bespricht er die jetzt gerade mit Prohaska. Beiden sind sich immer noch nicht einig, wer jetzt was und warum und wie macht. Das muss Freistoß für Strack geben. Gibt's auch. Gefährlich dieser Fehlpass. Und schon wieder Schaffner. Der Mann ist wirklich brandgefährlich. War natürlich überhaupt nichts richtig gesehen von Brian McKinley. Litbarski kommt doch mal vorbei, ja, aber dann sind sofort wieder zwei Mann da. Und der Schiedsrichter entscheidet auf Torabstoß. Norbert Ehrlichhofs Zigarettenkonsum steigt von Minute zu Minute. Es ist erst sein viertes Spiel als österreichischer Teamchef und natürlich das Wichtigste. Bruno Petzer. Nicht gepfiffen, doch. Georgi, die österreichischen Außenverteidiger drängen jetzt mehr und mehr mit nach vorne. Insbesondere aber Kraus auf der rechten Seite, der da schon wieder angespielt wird. Der gute Ansatz zum Doppelpass, unterbrochen durch diesen Foul an Schuster, der seit langem nicht mehr energisch mit nach vorne gegangen ist, für mein Gefühl einen Spur zu defensiv spielt.
war nun die zweitbeste Lösung. Karl-Heinz Förster hat Krankl bis jetzt wirklich noch keinen Stich gelassen. Natürlich ein Mann, der auch schießen kann. Und immer stärker Verteidiger Kraus. Zwei Spieler, einer auf jeder Seite, machen sich warm. Rolf vom Hamburger Sportverein für die deutsche Mannschaft und Baumeister für Österreich. Weber, unheimlich wichtiger Mann für diese Elf, schleppt sehr viele Bälle, tut sehr viel für den Aufbau. Schön gemacht von Engels. Müller. Ja, kein Schuss, keine Flanke. Schade. Wen wird Jupp Derwall aus der Mannschaft nehmen? Ich tippe fast auf Hansi Müller. Denn trotz allen Eifers, es kommt einfach zu wenig dabei raus im Moment. Für Prohaska. Ah, für Kranke. Noch einmal dieser Kopfball, ich glaube, von Bruno Petzai. Nein, Krankl war's. Engels. Noch immer hinter der deutschen Bank, wartet auf seinen Einsatz. Baumeister, der sich in der Pause für Österreich schon warm gemacht hat, tut es immer noch. Und die Möglichkeit. Oh! War nun wirklich klasse gespielt von Schaffner und von Kranke. Und wie knapp der verzogen hat, das werden wir sicher gleich in der Wiederholung sehen. Schön aufgelegt. Oh.
Das war Glück. Die Österreicher hatten jetzt endlich eine doch ziemlich starke Viertelstunde, so vergleichbar mit der alten Rapid-Viertelstunde. Freilich wird sowas heutzutage nicht mehr eingeläutet oder eingeklatscht. Von Konditionsschwäche ist bisher zumindest in dieser Mannschaft nichts zu merken. Weber. Wieder für Kraus. Linienrichter hatte angedeutet, dass der Ball im Flug schon die Torauslinie überschritten hatte, also Abstoß. Den Hamburger Rolf, der jetzt gleich ins Spiel kommen wird. Ja, Hansi Müller wird herausgehen. Rummenigge und das Tor! Ja, da haben sie einen Moment geschlafen in ihrer stärksten Phase, aber es gilt nicht. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich weiß nicht warum. Keine Gestik des Linienrichters, gar nicht. Da kommt die Flanke. Und hier alle verpassen und Rummenigge köpft völlig ungehindert ein. Warum dieses Tor nicht gilt, schleierhaft. Schauen wir uns das nochmal an. Die Flanke. Ja, jetzt ziehen sie es weg, schade. Ja, das Spiel noch einmal unterbrochen für den Wechsel. Hansi Müller also geht aus dem Spiel und der Hamburger Wolfgang Rolf kommt herein. Und an der Seitenlinie hat es irgendwie eine böse Auseinandersetzung gegeben. Toni Schumacher ist sofort da hingerannt, informiert den Schiedsrichter, schimpft natürlich auch. Denn ohne Ball und ohne Spiel hat da, ich glaube, Rudi Völler einen Tritt ans Bein bekommen. Also jetzt möchte ich wissen, warum dieses Tor nicht gezählt hat. Wir sind hier zu dritt in der Kabine, rätseln alle, auch die österreichischen Kollegen nebenan, wissen es nicht. Es war keine Abseitsposition. Also möglicherweise ein kleines Foul, ehe Rummenigge an den Ball kam. Das hat aber nun wirklich keiner gesehen. Frankl, klar aufgestützt. Viel Unruhe jetzt, Aufregung auf der Deutschen Bank. Man hat so das Gefühl, das Spiel ist jetzt wirklich in seiner entscheidenden Phase.
Und wenn es hier einen Verlierer gibt, dann ist das trotz des Heimvorteils für die deutsche Mannschaft auf jeden Fall eine ungünstige Ausgangsposition. Wir sehen, wie weit hinten die deutschen Angriffsspitzen im Moment sich ihre Bälle erkämpfen müssen. Und die schönen, die öffnenden, die guten Steilpässe, die kommen einfach im Moment nicht an. Gattelig. Raus. Schlägt gute Flanken. Österreich-Trainer Erich Hof wird wahrscheinlich gleich wieder auf sein Bänkchen geschickt. Kraus, Schachner und Strack. Ja, die deutsche Mannschaft steht unter Druck, aber noch steht die Abwehr gut und zuverlässig. Wolf, ich glaube, sein erster Ballkontakt. Litbarski jetzt fast ständig auf der linken, Rolf dafür auf der rechten Seite. Völler endlich mal so angespielt, dass er den Ball kontrollieren kann. Ja, und jetzt klatschen sie die letzte Viertelstunde, die ehemals so berühmte Rapid-Viertelstunde ein. Die 60.000 oder viele der 60.000 im Praterstadion in Wien. Förster von Silja. Kleine Unsicherheit aber. Der zweite Wechsel bei der österreichischen Elf deutet sich an. Bremmler. Eine knapp vertane Chance
Ja, es ist nicht der zweite, es ist der erste Wechsel. Baumeister kommt und aus dem Spiel genommen wird Gasselig, der in den letzten Minuten doch einige Erschöpfungserscheinungen gezeigt hat. Und diese Maßnahme zeigt, dass Erich Hof den Druck nach vorne mit Hilfe vom Baumeister noch verstärken will. Eine knappe Viertelstunde noch immer 0-0. Weber, Petzal. Diese Abseitsfalle sind die deutschen Stürmer schon ein paar Mal gelaufen. Funktioniert ganz gut. Die deutsche Mannschaft lässt sich jetzt doch über weite Strecken ganz beträchtlich in die Defensive drängen. Aufpassen! Ah, Toni hat es getan. Das sieht nach einer Atempause für die 22 Akteure aus. Engels. Schön. Aber da hinten steht halt mit Petzai einer, der sowas kennt und als Kopfballspieler wirklich ausgezeichnet ist. Zwei schnelle Leute gegeneinander, Schaffner, Rummenigge. Rummenigge zunächst mal Sieger. Oh, da dürfte jetzt Kraus das probieren, was Engels eben versucht hat. Im Praterstadion.
Prohaska wird den fälligen Eckstoß ausführen, 0-0. Aber Österreich hat im Augenblick deutlich mehr vom Spiel. Hält die deutsche Abwehr so gut wie bisher. Wieder Prohaska. Seine Freistöße und Ecken sind gefährlich. Ah, schade. Gerade noch dazwischen die Georgi, aber das verschafft wieder Luft, denn jetzt gibt es Ecke für die deutsche Mannschaft. Und ein Kollege reicht mir immer einen Zettel rein, der sich auf den Bänken, bei den Spielern, bei Journalisten erkundigt hatten. Keiner weiß, warum der Schiedsrichter das Tor von Rummenigge nicht gegeben hat. Es sei absolut korrekt gewesen, so wie ich es auch gesehen habe. Gut gemacht von Karl-Heinz Förster. Dremmler. Der wirklich ganz routiniert mitspielt. Baumeister. Prohaska. Da kommt De Georgi mit. Ja, aber an diesen vielen Rückpässen aus relativ guten Situationen sieht man doch, die deutsche Abwehr steht da sehr sicher. Prohaska, sehr schön für Kraus. Schaffner und Schumacher. Schlechter Pass. Auf sowas erwächst häufig Schlechtes. Schaffner. Noch etwa 5 Minuten. Litbarski. Zwei Mann immer sofort, wenn Rummenigge am Ball ist, bei ihm. Schuster, schieß mal. Ah, nicht schlecht. Wenigstens mal wieder ein Versuch. Getäuscht, dadurch Platz gewonnen
aber dann verzog.